Ja moin Leute und willkommen zum neuen Video, diesmal wieder City Skylines. Ich wollte eigentlich gerade alles aufnehmen, was ich so in der Zwischenzeit gemacht habe. Das wären noch ein paar Minütchen gewesen. Und als dann meine Schwester gerade reinkam, wollte ich eigentlich pausieren. Und dann ist mir so aufgefallen, ja, irgendwer habe ich das gar nicht aufgenommen. Sondern als ich pausieren wollte, habe ich dann erst aufgenommen. Naja, auf jeden Fall, was ich so hier in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich habe hier das Wasserwerk hier so schön hingebaut, W2 nennt sich das, läuft. Und dann habe ich hier noch eine Abfahrt gebaut mit hier so einer kleinen Straße drunter her. Und hier habe ich die Bahnschiene erstmal leicht getrennt, weil ich will hier noch einen Bahnhof hinsetzen. Und dann geht die Bahnschiene halt hier so dran und geht dann von hier aus auch da lang irgendwie. Und hier habe ich jetzt halt gerade eine Autobahnabfahrt gebaut. Und lol, ich mache sogar Minusgeld. Warte, das muss ich mir mal kurz angucken. Warum mache ich Minus? Also Strom habe ich ausreichend. Wie steht's mit Wasser? Abwasser habe ich zu viel. Mache ich gerade Plus oder Minus? Ne, ich mache immer noch Minus. Das heißt, ich erhöhe mal die Steuern von den Hochhäusern. Die können mir mal mehr geben und die von den kleinen Häusern nehme ich auch, mir auch mal ein bisschen was raus. Strom kann ich mal senken. Was ist denn so das meiste? Das meiste ist Müll. Müll habe ich eigentlich sehr gut grün. Das heißt, ich kann mal ein bisschen was runtergehen. Was ist sonst noch recht hoch? Straßenbau ist aber eigentlich in Ordnung momentan, also ich kann mich da nicht beschweren. Kann man hier nicht irgendwie so eine Straße zwischenbauen? Ja, danke, weil ich wollte schon sagen, das muss doch irgendwie machbar sein oder so. Und ja, ist es ja auch. Also dann gehe ich mal hier und komme mit der Straße so hier dran. Geht das hier irgendwie? Nee, das ist nicht so schön. Aber was ich ja machen kann, ist, warte, ich nehme mir die dicke Straße. Alter, irgendwie wird die Musik auch von Mal zu Mal lauter. Habe ich so das Gefühl. Dann nehme ich mir hier die dicke Straße. Und dann nehme ich mir die dünne Straße und connecte die. Und ja, so sieht das doch gar nicht schlecht aus. Dann habe ich hier so ein kleines Stück Straße und dann da eher was größer. Und was ich dann da natürlich auch mache, ist hier so eine Straße dran vorbei. Vielleicht baue ich hier noch eine Stadt hin. Ich weiß es halt noch gar nicht so. Aber ich könnte mir schon denken, dass ich hier irgendwie was hinbauen werde. Vor allem, weil ich da auch noch einen Bahnübergang habe. Daher könnte ich mir das sogar gut vorstellen. Hier muss ich mal kurz gucken. Entfernung zu gering. Zum Bahnhof oder was? Achso. Nee, so. Und dann, ah, jetzt stört mich hier der Bahnhof. Okay. Ja, dann ist das in Ordnung. So. Und jetzt habe ich da eine Connection. Ort ist bereits belegt. Ja, kann ich nicht hier irgendwie dran? Warte, ich probiere mal hier an dem Bahnübergang. Und ja, jetzt habe ich natürlich hier so eine hässliche Umgehung eigentlich gebaut, die komplett sinnlos und komplett scheiße ist. Daher werde ich die jetzt mal kurz abreißen und hier eine kleinere, neuere bauen, die ich bis hier hingehen lasse mit, oder warte, erstmal mache ich hier ganz normal und mache hier eine Abfahrt und hier ziehe ich die irgendwie weiter, falls das jetzt gehen würde. Okay, da steht sogar Polizei und Krankenwagen irgendwie rum. Das ist nicht so schön. Okay, die fahren jetzt über Wiese und die restlichen Autos fahren normal zurück, okay. Mich soll es nicht stören. Ich denke mal, dann baue ich hier einfach so gerade und ja, mein Handy ist immer noch nicht stumm, habe ich gerade eben im Video auch gesagt, dass ich mein Handy natürlich noch nicht gestummt habe. Ach, hier ist der sogar schon connected in irgendeiner Art und Weise. Ja, perfekt, lol. Und dann habe ich hier natürlich noch einen Bahnübergang. Den will ich auch irgendwie da dran verbinden. Ja, so wollte ich das doch. Und hier könnte ich eigentlich jetzt auch dran. Wenn ich hier irgendwie dran gehen könnte. Wenn das Spiel jetzt nicht sagen würde, nein, will es nicht. Ja, so mache ich das. Jetzt habe ich da auch eine kleine Straße. Stimmt, ich könnte hier so ein kleines Dorf hinbauen. Aber was heißt klein? Das ist dann wieder schon was größer, ein bisschen was. Vor allem hier muss ich noch irgendwie eine Abfahrt von Zügen bauen. Und da weiß ich noch gar nicht wie. Vor allem, wenn ich da jetzt schon was hinbaue.
wie soll ich dann sagen, wie ich das mache? Okay, dann baue ich hier erstmal so eine kleine Hauptstraße, die ich so leicht nach links gehen lasse und hier wieder leicht nach rechts. Hier dann noch leichter nach rechts. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und hier dann an die Autobahn dran, oder wie? Ich weiß es gar nicht, wie ich das hier machen soll, aber so sollte es... Ja, so passt das. Und hier baue ich... Nee, das geht nicht. Das geht gar nicht. Schade. Aber das sieht auch gar nicht schlecht aus hier mit den ganzen Bahnübergängen. Dann muss ich halt hier nur noch irgendwie gucken. Und ich wollte ja eigentlich... Eigentlich hatte ich vor, hier irgendwie rüber zu bauen mit der Bahn. Aber das wird natürlich jetzt auch nichts, wenn ich da schon Straßen lang lege. Dann wähle ich hier aber trotzdem mal kurz den Winkel aus. Und ich gehe mal hier wieder vor die Brücke, um das irgendwie zu machen. So, und das ist schon mal eine Abfahrt. Dann wähle ich hier die nächste Abfahrt. Da hat er sich gerade beschwert wegen dem Stromnetz. Und hier beschwert er sich gerade wegen der Entfernung, dass sie zu gering ist. Und warte, jetzt muss ich hier nur noch eine anständige Kurve hinkriegen, die irgendwie nicht so toll aussieht im Moment. Ja, das ist doch eine angemessene Kurve, oder? Nee, warte mal. Ja, so und... Ah, dann werde ich das eben so gerade dahin klatschen, ja. Wenn das nicht anders geht. Und... Ja, perfetto. Jetzt habe ich hier schon mal eine Bahnschiene liegen, die eigentlich so auch gar nicht schlecht aussieht. Jetzt muss ich die nur noch da dran verbinden und, ja. Passt doch. Eigentlich sieht das in Ordnung aus. Also akzeptabel, meine ich. Dann brauche ich jetzt hier nur noch eine Straße. Am besten die hier. Und die kann ich dann hier so schön langlegen. Bis ungefähr hier hin. Dann störe ich auch hier den Bahnübergang nicht. Und hier ist auch nichts weiter überfordert. Überfordert? Überfordert? Wie kann ein Bahnübergang überfordert sein? Eher die Autofahrer, die da warten müssen, sind überfordert. Dass sie so lange warten müssen. Das meine ich. Okay, und hier schließen wir den Kreis wieder. Und tack. Ja, passt doch eigentlich, oder? Ja, jetzt habe ich hier natürlich ein kleines Problem, weil hier eine Mülldeponie steht. Ja, ah, jetzt geht's, okay. Ich wollte schon sagen, oder fragen eher, wann wird das denn mal was wieder? Oh, lol, das passt doch hier. Habe ich die ganze Stromleitung da weggerissen und, ja, jetzt fehlt da nur noch eine Verbindung. Ja, das muss ich jetzt wieder alles irgendwie... Muss ich jetzt mal gucken, wie ich das mache. Weil eigentlich sollte das hier so lang gehen. Aber das geht ja jetzt nicht, weil ich die da abgerissen habe. So. Dann reiße ich hier das Stückchen einfach ab. Dann passt das auch wieder. Und der Rest so ist eigentlich in Ordnung. Das ist ja jetzt komplett sinnlos. Die Stromleitung kann ich hier eigentlich auch komplett absicken. Ja, so, und der Rest ist komplett in Ordnung. Ja, der Rest ist in Ordnung. Schön, dass ich hier außen noch eine Stromleitung habe. Jetzt habe ich hier komplett Ausbaubereich. Und wenn man sich das mal so anguckt, also schön, dass man jetzt so gut das Gebiet sieht. Hier habe ich noch komplett Bereiche frei. Boah, ey, da kann überall Wohngebiete hin, hier auch. Hier, ich habe so hart vorgesagt, hier kann überall noch Industrie hin. Und hier überall noch Gewerbe. Also wenn man sich das mal so überlegt. Ich brauche halt eigentlich nur die Zahlen, dass sie alle einziehen wollen. Jetzt. Und was mir gerade auffällt, die Mülldeponie ist, Achso, nee, das ist ein Friedhof. Achso, ja, dann ist okay. Weil wenn das jetzt eine Mülldeponie gewesen wäre, dann hätten sich nachher wieder die Anwohner beschwert und, Nee, auf den Bock hätte ich dann keinen, auf den Stress hätte ich dann keinen Bock gehabt. Nicht andersrum, auf den Bock hätte ich dann keinen Stress gehabt. Aber zum Glück ist es ja jetzt ein Friedhof geworden. Daher sollte das jetzt auch nicht direkt einen stören. Und mir ist gerade eingefallen, wir haben ja schon bald wieder Dezember. Das heißt, der Adventskalenderzeit beginnt bald wieder. Und ich habe noch gar keinen, wo es mir so einfällt. Wie wäre es denn mal mit so einem Playmobil Adventskalender? Den kann ich mir ja mal kaufen. Das ist irgendwie,
Also damals stand ich ja voll auf Polizei von Playmobil, aber jetzt irgendwie, ich glaube, das wäre das Falsche für mich. Also so ein Weihnachtskalender ist bestimmt nicht schlecht, aber ich bin aus dem Alter mittlerweile raus eigentlich. Also ja, eigentlich bin ich da raus. So, jetzt habe ich hier ein paar Sträßchen hingebaut und hier kommt jetzt auch noch eine Straße zwischen. Ja, perfetto. Dann baue ich hier noch so eine Querstraße. Wenn das klappt, dann würde ich hier gerne dran. Und jetzt habe ich hier eigentlich alles irgendwie miteinander verbunden. Dann baue ich hier noch eine dran. Dann passt das ein bisschen besser. Und so. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt, wie steht es hier noch mit Krankenwagen und Medizin? Also Feuerwehr ist hier komplett grün. Selbst, ja. Aber Krankenhaus baue ich hier auch noch eins hin. Sicher ist halt sicher. Und ja, da warte ich erstmal, bis ich da überhaupt was hab. Polizei ist da. Ah, nee, das war Feuerwehr, okay. Das ist Krankenhaus. Okay. Wo kann ich das denn hinbauen? Habe ich hier irgendwo Platz? Ja, da. Direkt neben der Feuerwehrwache. Friedhof, ja, komm, hier kann man doch bestimmt irgendwo. Ja, da. Da. So, Friedhof hingebaut. Friedhof ist da. Dann bauen wir hier noch eins dran und da noch eins dran. Dann müssen wir da jetzt nachher nur noch für Strom sorgen. Das machen wir ja, indem wir da auch das Gebiet markieren, damit da Leute einziehen können für Häuser bauen und sowas. Und wo ich auch natürlich dran denken muss, ist Wasserversorgung. Aber das mache ich ja jetzt gerade, damit die sich nicht nachher wieder beschweren. Ja, hier Dingensbums, Oliver, wir haben kein Wasser mehr, kein Water und so. Und ja. Guck mal, da habe ich sogar auch schon einen Stromanschluss für die Stadt, die ich hier später bauen könnte. Ist halt nur die Frage, ob ich das tun werde. Aber was auch gut ist, die haben jetzt da, also hier oben, hier, einen Autobahnanschluss. Und die haben hier einen Autobahnanschluss, stimmt's? Nee, die haben hier gar keinen. Die fahren hier ganz normal in die Stadt. Lol, das ist der erste Autobahnanschluss hier. Alter... Ah, und hier die Autobahn hatte ich ja komplett selber gebaut, die hier so durchgeht. Die hier war gegeben, dann das Kreuz hier und die hier. Was habe ich sonst noch selbst gebaut? Ja, die Ecke hier habe ich geändert. Ja, die habe ich geändert, weil das mit der Brücke sonst nicht gepasst hätte. Die Brücke habe ich selbst gebaut, stimmt. Die Autobahn habe ich umgelegt, die ging irgendwie vorher hier so rüber. Und damit das Gebiet da besser hinpasst, habe ich das so gemacht, okay. Ach stimmt, mit Wasser bin ich hier noch gar nicht fertig. Boah, irgendwie bekomme ich immer durch das ganze Reden, durch das Schwachsinnreden, kriege ich voll Hunger und Durst. Ja, vielleicht so eine Currywurst-Pommes, vielleicht hilft die ja weiter. Aber leider habe ich momentan nichts hier. Vor allem mit meinem Kontostand, also mit meiner Kreditkarte. Die sagt irgendwie vom Geld her, nö. Und zur Bank gehen will ich nicht, um ans Sparbuch zu gehen oder eher ans Vertrag sparen. Weil, also da habe ich ausreichend Geld drauf, um mir mindestens eine Currywurst-Pommes zu holen. Aber das Geld ist für ein Auto oder sowas gedacht und nicht für ein paar Mal Currywurst-Pommes essen. Ich weiß nicht, was kostet... Ah, ich meine 4 Euro... Ja, 4 Euro kostet bei uns so eine Currywurst-Pommes. Und davon könnte ich mir ungefähr so... Ja, 1500 Stück kaufen. Passt das? Kommt das hin? 1500? Ja. Ja, 6000, ja. 1500 Currywürstchen könnte ich davon kaufen. Ja, ist Currywurst mit Pommes, ja. Ist eigentlich gar nicht so viel, wenn ich mir das so überlege. Das ist, da behalte ich lieber wirklich mein Geld für was anderes als, oh, da habe ich eine Firma abgerissen, die eigentlich noch in Ordnung war. Also, ich schmeiß das Geld nicht so aus dem Fenster, nur das, was ich vom Gehalt her bekomme. Das ist irgendwie direkt innerhalb der ersten 10 Tage weg. Jetzt gibt's ja Weihnachtsgeld, das heißt, es ist noch schneller weg. Und, ach ja. Alter, hier ist... Das ist irgendwie unfassbar, wie viele Gebäude hier leer sind und abgebrannt. Obwohl ich mich darum kümmere, dass hier Feuerwehr ist. Mir fällt gerade auf, hier habe ich sogar Autobahn hingebaut, okay.
Ja, hier habe ich wirklich Autobahn platziert. Ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Nur hier drin habe ich natürlich wieder einen Fehler gemacht. Das tut mir leid. Hier sollte ich vielleicht. Vielleicht kann ich hier ja irgendwie von hier aus da drauf gehen. Ja, vielleicht geht das. Vielleicht bringt das irgendwie was. Also die laufen eigentlich recht gut, die Firmen hier. Aber sicher ist sicher. Ich mache hier lieber mal eine gute Straßenverbindung. So wie das Rathaus direkt neben uns gebaut wurde. Nur damit es uns natürlich besser geht. Aber naja, guck mal, die könnten hier sogar drauf fahren und dann hier links abbiegen. Außer die Straße geht nur in die Richtung. Dann ist das was anderes. Guck mal, hier staut es sich natürlich auch wieder. Die wollen alle hier weg. Da staut es sich auch wieder. Ach ja, Lecco mio, der Stau und meine Probleme. Ich rede da jetzt gar nicht weiter drüber. Hauptsache, hier staut es sich nicht. Hier in der Stadt staut es sich hier noch. Ja, geht eigentlich. Also ist in Ordnung. Vor allem die Straßen sind so breit und gehen nur in eine Richtung. Ey, das ist so übertrieben. Naja, oh, mir fällt gerade auf, paar Minütchen sind schon rum. Und das heißt so viel wie, ich beende die Aufnahme. Das heißt auch so viel wie, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sag bis zum nächsten Mal und lasst eine Bewertung da. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.